Herzlich willkommen bei Feuerwehr Willi. Das bin ich. Wir machen heute den zweiten Teil zur Verkehrssicherung. Wir haben ja eben im Theorieraum mal kurz drüber gesprochen, Besonderheit mit dem Blinkleuchten. Wir werden jetzt in die Praxis gehen. Das werde ich natürlich nicht alleine machen. Ich habe zum einen wieder meinen Profi-Kameramann da, Moritz, den seht ihr gerade nicht, sei froh. Der Willi. Und hier zu meiner Linken kommt gleich eine super Truppe, die jetzt die Verkehrssicherung vornehmen wird. Okay, die stelle ich euch mal ganz kurz vor. Ja, da sind sie. Wir haben hier den Marvin, den kennt er mittlerweile auch schon. Das bin ich. Er kommt immer noch wieder, bin ich beeindruckt. Und Finn, den kennt ihr eigentlich auch von der dreiteiligen Steckleiter-Video. Auch mein Stolz hier. Super Kameraden aus der Nachbarwehr Helsdorf. Alle zu Neustadt am Rübenbürger gehörend. Festbeck und Moritz ist auch Mariensee. Okay, Moritz blende ich am Ende nochmal ein. Ich glaube, ich habe nämlich schon einen Outtake. So, okay, Verkehrssicherung, ganz wichtiges Thema, denn nach Feuerwehrdienstvorschrift ist das so, ihr wisst es bestimmt aus einem anderen Theorievideo, der Angriffstrupp geht zur Menschenrettung vor und der Wassertrupp schon, ne? Die beiden sind immer da, ob egal ob eine Staffel hast oder eine Gruppe. Angriffstrupp und Wassertrupp. Angriffstrupp geht zur Menschenrettung und Wassertrupp gleich starke Prio macht die Verkehrssicherung, okay? Das heißt, wir sichern uns auch selber ab. Natürlich gibt es einen Unterschied, ob ich an der Autobahn mich befinde oder in einer Ortschaft oder an einem Feldweg, wo gar kein Auto kommt. Ne? Ist vollkommen klar. Es gibt natürlich Extrembeispiele, aber so, ich sage es mal, normale Dorfstraße, wie wir es jetzt hier haben, werden wir es mal ganz entspannt durchspielen. Nicht alles ist perfekt wahrscheinlich. Kommentiert gerne unten drunter, wenn ihr ein paar Anregungen habt. Es geht um unsere aller Sicherheit. Und wenn ich was falsch mache oder wir, bitte sagen. Ne? Wenn ihr sagt, Mensch, das habe ich gar nicht gewusst, dann freut es mich, wenn wir euch helfen konnten, weil die eigene Sicherheit, Verkehrssicherung ist halt total wichtig. Ne? Wird total vernachlässigt manchmal. Okay. Ich zeige euch jetzt mal die Standardausrüstung, die jedes Fahrzeug auf alle Fälle haben sollte. Die schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. Okay, los geht's. So, was haben wir denn? Verkehrssicherung, schauen wir hier mal runter. Normalerweise hat jedes Fahrzeug, ob MTW oder Löschfahrzeug, hat mindestens Warndreiecke drauf, zwei Stück. Blinkleuchten, ne? Kurz diese Standard-Blinkleuchten, die haben meist so einen Drehschalter mit zwei Positionen, einmal weißes Licht und gelbes Blinklicht, okay? Standard. Und Winkerkellen, ne? Manche sagen Verkehrsleitstäbe, da gibt es verschiedene Bezeichnungen, aber wir leiten den Verkehr nicht. Deshalb eine Winkerkelle, durch die Winkbewegung wird das Fahrzeug gehalten. Rechtsinformationen haben wir in einem anderen Video, was wir machen dürfen, was nicht. Da haben wir auch schon ein paar Informationen zu. Also nochmal ganz kurz, Feuerwehr darf nur sperren, nicht den Verkehr regeln oder freigeben. Wenn euch ein Auto fragt, darf ich jetzt fahren, sagst du, also ich könnte. Ne? Am besten gar nichts zu sagen. Ihr könnt aber sagen, halt. Und da muss jeder hören, okay? Gut, das habt ihr standardmäßig. Ich habe hier drei Schlauchbrücken. Warum wir drei haben und nicht zwei oder vier, kommen wir gleich drauf in der Praxis. Ich werde heute den Wassertrupp machen, so ein bisschen. Ich werde sozusagen gleich die B-Leitung über die Straße legen. Wir haben hier schon mal ein Standrohr gesetzt. Ordentlich gespült, gesetzt und davon werden wir gleich das Wasser nehmen und dann zur Einsatzstelle nehmen. Und jetzt schaut mal bitte nach da hinten hin, wie weit die Einsatzstelle ist, nämlich nicht hier am Unterflöhydranten, sondern 200 Meter weit weg. Wir gehen hier hindurch, hin rum und die haben da hinten schon Wasser. Wir stellen uns das vor im Einsatz, die haben wahrscheinlich schon Wasser. Wir sind jetzt die nachrückende Feuerwehr und nehmen vom Unterflöhydranten, der weiter weg ist, Wasser. Und das heißt, ich sperre hier nicht die Straße, weil hier die Einsatzstelle ist, mit PKWs ab oder mit Einsatzfahrzeugen ab, sondern ich mache hier einfach eine Verkehrssicherung und führe den Schlauch über die Straße. Okay? Jetzt muss ich selber mal kurz von der Straße gehen, dass ich nicht überfahren werde. Also der Verkehr hier im Dorf ist natürlich sehr entspannt. Ne? Gut. Wir denken auch an den Eigenschutz. Aber ihr habt verstanden, wenn hier die Einsatzstelle wäre, angenommen hier würde das Gebäude würde nebenan brennen, würden wir natürlich hier die Straße, da die Kreuzung, alles zumachen und hier ist verkehrsberuhigter Bereich komplett, ne? Nur für Einsatzfahrzeuge, falls die Drehleiter kommt und so weiter. Aber da macht man richtig zu. Dieses Szenario ist Einsatz weiter weg, ich sage es mal ganz deutlich, und wir holen einfach nur vom Wasser von hier und da kann der Verkehr hier ruhig gesittet weiterlaufen. Dass das von alleine klappt, haben wir in der Praxis die Erfahrung gemacht, das klappt hervorragend, aber wir werden das in meiner Praxis mal durchspielen mit euch und ich denke mal, dann werden wir über die Kleinigkeiten nochmal sprechen. Wichtig, wir haben noch ergänztes Material. Wir denken, viel hilft viel bei der Verkehrssicherung, ist auch so.
Wir haben hier zusätzlich noch Warndreiecke, so Klappwarndreiecke. Da gibt es verschiedene Ausführungen. Es gibt ja auch welche, die wollte ich hier nur mal zeigen, wo man hier auch verschiedene Beschriftungen drauf machen kann, wie Unfall oder sowas. Aber wir haben standardmäßig mal Feuerwehr drauf gekettet. Wir haben da keine Zeit zum Rumspielen. Ich denke mal, dieses Achtung. Und ich denke mal, das macht schon was her. Okay, das ist ein guter Schutz. Diese Blinkleuchten, die kennt ihr ja schon. Ne? Die sind in der Ladestation, lassen wir jetzt mal so hin. Und wir haben noch diese Faltkegel. Ne? Erinnert ihr euch? Hier, dazu werden wir auch gleich zu sprechen kommen, ist auch eine Möglichkeit, um seine Meinung etwas zu verstärken oder bei gerade Dunkelheit ein bisschen sichtbar zu machen. Nämlich, wenn man das, ich weiß nicht, will mal einer von euch kurz kommen? Finn kommt mal ganz kurz mit einer Helmlampe, dann machen wir es gleich fertig, dann wisst ihr, was das ist. Wenn das nämlich auf der Helmlampe drauflegt, Dankeschön. Sieht man ganz gut, obwohl es noch nicht dunkel ist, ne? Also für nachts ist das schon nicht, natürlich aufpassen, nicht Verkehr regeln und sagen, ja, weiterfahren, nein, hier bin ich halt, ne? Okay? Nur, dass ihr wisst, das gibt's. Danke dir. Gut. Wir fangen jetzt peu à peu an. Denkt schon mal drüber nach. Ich werde euch fragen, wie weit ein Abstand in der geschlossenen Ortschaft vom Warndreieck ist. Ich empfehle, die Grundsperrung so zu machen, wie es in der Feuerwehrdienstvorschrift steht. Und da schauen wir mal ganz kurz mal rein. So, wir haben hier nämlich, wenn ihr mal schaut, das Standard-Equipment drauf. Ne? Ganz normales Warndreieck, Hütchen, aber wie gesagt, das ist das so, ne, was man halt haben kann, also schon ein bisschen erweitert. Das ist aber in der FEDV 1 beschrieben, ne, die Grundtätigkeiten. So, und hier sieht man auch nochmal die Abstände außerorts 200 Meter, innerorts 100 Meter. Denkt dran, wenn ihr eine Kurve habt irgendwo oder vielleicht einen Abzweig, dann braucht ihr vielleicht beim Abzweig auch zwei Warndreiecke. Ne? Wenn aus jeder Richtung was kommt, muss jeder die Chance haben zu wissen, dass ihr da seid. Okay, wir werden jetzt ganz langsam mit dem Schlauchtrupp oder dem Sicherungstrupp, jetzt Verkehrssicherungstrupp, mitgehen und mal das erste Warndreieck setzen und schauen mal, wie das dann aussieht, okay? Alles klar, los geht's. Wie gesagt, Verkehrssicherung ist ein wichtiger Part. In dem Fall ist der Angriffstrupp eingesetzt. Der Wassertrupp ist jetzt, wir haben jetzt keinen VU-Unfall, ne? Also der Angriffstrupp ist schon eingesetzt, rüstet sich gerade mit PA aus. Der Wassertrupp baut schon die Wasserversorgung auf, je nachdem, ob man ein wasserführendes Fahrzeug hat oder nicht. Ist die Reihenfolge ja von der Pumpe zum Verteiler oder hier erst zum Standrohr wichtig? Denkt da dran. Und ich sage jetzt hier beim Schlauchtrupp, Schlauchtrupp zur Verkehrssicherung vor. Schlauchtrupp zur Verkehrssicherung vor. Genau, wiederholt den Einsatzbefehl, hatten wir richtig verstanden. Und dann kann ich sagen, alles klar, hier läuft das. Ich gehe wieder nach vorne zum Einsatz. Ich werde jetzt aber hier bleiben und werde ein bisschen den Wassertrupp gleich mal mitspielen, weil wir einfach Personalmangel heute haben. Nein, okay. Wichtig ist im Straßenverkehr, achtet darauf, dass ihr Warnwesten anhabt. Ne? Diese Jacken könnten zum Diskussion werden, weil normalerweise könnte man jetzt hier Warnwesten rüberziehen oder auch nicht. Das ist ehrlich gesagt nicht so ein ganz eindeutiges Thema. Am besten sind diese Jacken, die hier noch einen Senkrechtstreifen, Reflektorstreifen haben, weil es geht um die Leuchtreflektoren pro Fläche. Aber die Jungs sind schlank gebaut, deshalb passt das bei denen. Okay? Nein, wie gesagt, aber achtet darauf, im Straßenverkehr die richtige PSA zu haben oder eine Warnweste überzuziehen. Ne? Nur hier der Hinweis. Okay. Hier jetzt in dem Fall geht es, das heißt, wir werden jetzt, der Trupp rüstet sich jetzt aus und ich mache es einmal vor, er nimmt das Warndreieck, übrigens, wenn er das auspackt, die Höhle lässt man auf dem Beifahrersitz liegen, damit man die Warndreiecke nicht in der Einsatzstelle vergisst. Warndreieck vor dem Körper, das nimmt man so ein bisschen als zusätzliche Reflektorfläche, gerade wenn es jetzt ein bisschen dunkel wird. Blinklicht kann man auch noch mit hier in die Hand nehmen, Winkerkelle. Wichtig beim Gehen, dass ihr nicht schon anfangen hier winken. Nein, das macht ihr nicht. Wir machen das jetzt so, wie wir es euch ganz jetzt in Ruhe zeigen, okay? Ihr greift zu und nehmt die Sachen. Einer geht in die Richtung, der andere geht in die Richtung, über die Straße rüber. Wie macht er das? Ganz normal. Wir fangen jetzt nicht an, hier schon die Autos aufzuhalten. Nein, wir gehen am Straßenrand auf dem Grünstreifen 100 Meter in die Richtung. Ne, und wichtig ist jetzt hier nicht schon sagen, hier da hinten, halt, halt, halt. Die Autos werden erst angefangen anzuhalten, wenn die Warndreiecke stehen. Er geht jetzt 100 Meter in die Richtung, schaut hin, das kann dauern.
Was man nochmal ganz schön sieht, ist, er macht jetzt nicht die Winkerkelle hoch und winkt irgendwie rum. Ne? Er hat sie nur als zusätzliche Warnfläche. Ne? Und wenn jetzt PKWs kommen und es wird eng, geht er auf den Grünstreifen. Ne? Er ist ein ganz normaler Spaziergänger gerade. Er hat noch keine haltende Funktion. Das ist ganz wichtig. Jetzt wird er den Verkehr noch nicht anhalten. So, wichtig ist, das Warndreieck steht jetzt da, wo ich jetzt stehe. Am Straßenrand so, ne? So, nicht auf dem Grünstreifen und auch nicht zu weit drauf. Es soll nicht weggehauen werden vom ersten Auto oder LKW, was kommt. Es soll warnen, ne? Man kann bei dem Warndreieck auch eine Blinkleuchte hinstellen. Würde ich jetzt erstmal drauf verzichten an der Stelle. Ganz normal Warndreieck erstmal hinstellen. Okay? So, das haben wir natürlich auf beiden Seiten gemacht. Also wichtig, stellt euch bitte vor, hier fahren jetzt die Autos vorbei. Hier hält noch keiner an, hier ist noch fließender Verkehr, ne? Wichtig. So, jetzt macht er, ich sag mal so 5 Meter vom Ziel, das Blinklicht an. Weil man muss den Autofahrer auch die Chance geben, du auch 5 Meter vom Ziel, ne? Das Blinklicht ist jetzt an, so, und ihr müsst euch jetzt in die Lage der Autofahrer versetzen. Die kommen da hinten angefahren. Die rechnen auch nicht damit, dass jetzt hier irgendwo ein Einsatz ist, die sehen doch nichts. So, Warndreck, und dann werden sie schon mal, oh, da fahren sie nicht mehr Strich 50 in der Ortschaft, jetzt fahren sie vielleicht 40 oder 35 und überlegen, was ist denn jetzt los? Warndreck, so, jetzt sehen die da das Blinklicht. Und das Blinklicht stellt ihr bitte 1 Meter auf die Straße, dass man das von da hinten gut auch sehen kann, ne? So, und erst mit dieser Vorbereitung, dieser Vorlaufzeit, dass der Autofahrer Fuß vom Gas nehmen kann, vielleicht auch mal schon mal anbremsen kann, die Zeit hat zu reagieren, diese Zeit müsst ihr jedem Autofahrer geben. Stellt euch dann auf die Straße und fangt dann an, den Verkehr zu sperren. Okay? Das heißt, und wie sperren wir die Straße? Mit Autorität. Nicht so auf die Straße stellen, bitte anhalten, sondern Brust raus, zeigen, ich weiß, ich bin im Recht und du hältst an. Ne? Halt. Ne? Okay? Ihr werdet jetzt gucken, ob es auch passt. Und gegebenenfalls könnt ihr auch mit einer Hand noch unterstützen und den Verkehr anhalten. Okay? Autorität. Okay? Ihr seht schon, beste Beispiel, ganz vorsichtig am Fahren. Ne? Okay. Super. Okay, machen wir gleich. Lassen kurz nochmal das Auto durch und dann machen wir den nächsten Schritt. So, die Fahrspur in diese Richtung ist hier. Hier ist eine Mittellinie, ne? Das heißt, er sperrt in der Mitte der Spur die Straße. Du bleibst wieder stehen, hältst das Auto an. Also er sperrt hier in der Mitte die Straße. Ne? Etwas hinter der Lampe, und ihr werdet jetzt sehen, wenn gleich ein Auto kommt, dass die hier alle artig anhalten werden. Schaut euch mal jetzt unabgesprochen an das Verhalten vom nächsten Fahrzeug. Komm mal bitte mit der Kamera. Schau mal, er hält an, wie sie sich verhalten. Das ist nicht abgesprochen, ganz normal, ne? So, ihr seht, so schön, ne? wie das hier geklappt hat. Das war jetzt ganz normale Situation. Die Autofahrer nehmen uns wirklich ernst. Und deshalb missbraucht bitte nicht die Kelle als fahr mal langsam, sondern die heißt nur halt. Ne? Okay, das ist mir wichtig. So, wenn die Straße gesichert ist, dann schauen die beiden sich an. Blickkontakt. Nicken vielleicht, also so, ich sag mal, WLAN-Kommunikation. Alles klar? Und dann sagt er zum Wassertrupp, der ja gerade am Ackern ist, das spiele ich jetzt. Straße gesperrt. Ne? Straße gesperrt, Straße gesichert. Und ich fange an. So. Das Erste, was ich mache, ist eine Schlauchbrücke hier hinlegen. Ich lasse mir ungefähr einen Platz. So, und würde jetzt die B-Leitung hier durchlegen. Und ich gebe jetzt mal Druck drauf. Verteiler ist gesichert, wunderbar. Warum 3 Schlauchbrücken? Die Schlauchbrücken legt man so hin, um verschiedene Spurbreiten zu realisieren. Es kann hier ein Quad rüberfahren. Motorrad so und so, Quad, Auto, also ganz normales PKW oder ein LKW oder ein Bus, nimmt da die äußeren. Ne? Aber es kann immer nur einer rüberfahren.
Wer hat Vorfahrt? Die einigen sich schon. Macht euch keine Sorgen. So, wenn ihr jetzt mal guckt. Also ich bin jetzt fertig. Ich würde jetzt den Sicherungstrupp auch ein Signal geben, würde sagen, fertig, und würde die Straße verlassen. Jetzt gucken die beiden sich wieder an und gehen von der Straße runter. Jetzt ist natürlich der Verkehr wieder freigegeben. Ne? Und es kann sein, wenn die Autos jetzt stehen, dass sie nicht wissen, es kam auch schon mal die Frage, darf ich jetzt fahren? Wir antworten, höflich gar nicht. So würde das schon reichen. Okay, aber wie gesagt, gerade wenn es dunkel wird, empfehle ich immer mehr. Und jetzt kommen die Sachen ins Spiel, die ich vorhin schon mal gesagt habe. Schauen wir uns das mal an. So, fangen wir an mit den Faltkegeln. Es ist ein Automatismus, dass ich eigentlich jedes Mal, wenn Standrohr ist, steht beim Standrohr bei uns eigentlich immer so ein Faltkegel. Eigentlich immer so, damit da keiner gegenfährt schon mal. Ne? Das ist nun so immer schon bei uns immer fest. So. Ich würde jetzt empfehlen, da gibt es verschiedene Varianten. Macht darauf aufmerksam. Erstmal gucken wir mal, was haben wir. Wir verteilen jetzt mal das hier. Und zwar empfehle ich das als kleinen, deutlichen Warndreieck mit Alarmfunktion. Denn wenn den einer übersieht, wenn einer pennt, Handy daddelt, dann ballert er den gleich weg. Ich gehe mal hin. Nach Gefühl vorher aufstellen. Okay? Wenn ihr im Einsatzfall hört, bam, runter von der Straße, warnt den anderen. Ne? Wenn da einer gegenfährt, dann ist er wirklich gerade nicht beim Autofahren gedanklich. Okay? Dasselbe mache ich jetzt auf der nächsten Seite. Los geht's. Wichtig ist dabei, denkt daran, dass die Autos hier in der Mitte fahren. Das heißt, dieser Bereich hier, ich sag mal von hier bis hier, da wird nichts hingestellt. Das mähen die weg. Natürlich, würde ich auch. Ne? Aber ihr könnt natürlich hier diesen Bereich, hier so ein bisschen die Fahrzeuge führen. Das heißt, idealer Punkt für ein paar bisschen Leuchtreklame. Ne? Okay? Von der Straße runter. Wir wurden kurz gestört, aber ihr seht, das ist kein Problem. Ne? Ich habe schon ganz viel Diskussion gehabt, dass das eigentlich nicht gut ist. Es klappt bis jetzt eigentlich immer. Ne? So, und man kann natürlich jetzt hier Personal abstellen und der hier noch winkt und kennzeichnet, aber wir haben Blinkleuchten, die ersetzen das Personal. Ich brauche die Leute da hinten. Ne? Okay? So, weiter geht's. Wir haben noch mehr Leuchtmaterial in der Kiste. Das verteilen wir jetzt ein bisschen. Los geht's. Jetzt gucken wir uns das mal im Dunkeln an, wie das aussieht, wenn man als Pkw jetzt hier ankommt. Ne? Ich denke mal, das ist eine recht ordentliche Leuchtreklame.
Also man sieht, wie man von dem Licht zur Mitte geleitet wird, ne? So muss es aussehen. Der Rückbau ist natürlich so, dass man nicht mit den Warndreiecken anfängt, sondern erst sich wieder auf die Straße stellt, den Verkehr sperrt, die Einsatzstelle sichert. Man gibt dann das Kommando an den Wassertrupp, Straße gesichert und die Autos halten alle wieder an. Hier vorne, ne? So. Dann hat der Wassertrupp Zeit, das alles abzubauen und dann wird von innen nach außen die Leuchtreklame abgebaut, als letztes die Warndreiecke. Okay? Erst wenn wir fertig sind, nehmen wir die Warndrecke von der Straße. Okay? Denkt an die Autofahrer. Ihr macht das. So, ihr seht, es blinkt und leuchtet. Ihr kennt es jetzt schon ein bisschen schlecht. Es ist nämlich schon ein bisschen dunkel. Die Kamera bringt das leider nicht so schön rüber, wie ich gehofft habe. Aber genau, sichert die Einsatzstelle richtig ab. Denkt daran oder stellt euch vor, ihr seid selber Autofahrer und ihr braucht selber Reaktionszeit. Das heißt, macht es bitte nie einfach über die Straße rumzulaufen und rumzuwinken. Fangt mit den Warndrecken an und gebt den Autofahrern die Chance zu reagieren. Und ich sage euch, das regelt sich von ganz alleine. Und man kann das hier, die Einsatzstelle hier alleine, hier vorne, diese Überführung, die Straßenüberquerung, kann man so alleine hinterlassen. Das ist ja genau nachher noch so da. Ne? Okay, super. Ich hoffe, es hat euch geholfen. Sonst ja, freue mich, wenn man gefällt mir. Abonniert den Channel, sagt es weiter. Und ich hoffe, dass es euch geholfen hat oder sonst einen schönen Erfahrungsaustausch. Wie gesagt, lasst es nachts ordentlich blinken und kommt heile wieder aus dem Einsatz zurück. Ne? Euer Feuerwilli. Bis dann. Tschüss. Verkehrssicherung. Wir warten noch, bis das Auto weg ist. Herzlich willkommen bei Feuerwilli. Das bin ich. Heute mit dem zweiten Teil zur Verkehrssicherung. Wir hatten ja vorhin schon mal in Theorie gesprochen, sind jetzt rausgegangen. Ich mache das heute nicht alleine. Natürlich Verkehrssicherung, denkt immer an eure eigene Sicherheit. Nach FWDV 3 wisst ihr auch, dass ihr die Verkehrssicherung einer der wichtigsten Themen ist. Ihr müsst mal an den Eigenschutz denken. Wenn ihr eine Unfallstelle habt, müsst ihr auch euch selber schützen. Ne? Alter, geh mir nicht auf den Junge, mach aus, komm, das hat mal keinen Sinn.